Willkommen zurück. In diesem Video werden wir nun endlich die Exponentialfunktion anwenden. Nach diesem Video wirst du die Begriffe exponentielles Wachstum und exponentieller Zerfall verstehen. Des Weiteren wirst du den Zusammenhang zwischen der Basis der Potenz und dem exponentiellen Wachstum bzw. Zerfall kennen. Im nächsten Fenster des Arbeitsblattes findest du folgende Aufgabenstellung. Deine Aufgabe ist es, für die Funktion f und für die Funktion g sowohl die Wertetabelle zu vervollständigen, als auch den Funktionsgraphen zu zeichnen. Wir beginnen die Aufgabenstellung mit der Funktion f. Wenn wir nun die Wertetabelle vervollständigen wollen, dann setzen wir einfach die entsprechenden x-Werte in unsere Funktionsgleichung ein. Das heißt, wir schreiben f von minus 3 ist gleich 2 hoch minus 3. Und das ist dasselbe wie 1 durch 2 hoch 3. Die entsprechende Rechenregel haben wir bereits in einem vorangegangenen Video kennengelernt. 1 durch 2 hoch 3 können wir nun schreiben als 1 durch 8. Will man 1 durch 8 nun schnell im Kopf berechnen, dann ist es am einfachsten zunächst ein Viertel zu berechnen und danach das Ganze nochmal durch 2 zu dividieren. Ein Viertel ist 0,25 und die Hälfte davon ist 0,125. Wir können somit unseren ersten Wert in die Wertetabelle eintragen. Gehe nun für die restlichen x-Werte genau gleich vor und vervollständige auf diese Art und Weise die Wertetabelle. Pausiere dazu bitte das Video. Gut, ich habe die Ergebnisse bereits vorbereitet und sie hier in die Wertetabelle eingetragen. Sollte bei dir irgendwo ein Fehler aufgetreten sein, dann pausiere bitte erneut das Video und kontrolliere deine Rechnung. Ich bin mir ganz sicher, dass du den Fehler selbst finden wirst. Nun sollen wir die Wertetabelle in das Koordinatensystem übertragen und so den Funktionsgraphen zeichnen. Bitte pausiere dafür erneut das Video. Ich habe die Zeichnung für den Funktionsgraphen bereits vorbereitet und du kannst sie mit deiner Zeichnung vergleichen. Nun wollen wir das Beispiel für die Funktion g von x lösen. Für die Funktion g von x gehen wir genau gleich vor und setzen die x-Werte in unsere Funktion ein. Das heißt, wir berechnen g von minus 3 und das ist 0,5 hoch minus 3. 0,5 hoch minus 3 können wir schreiben als 1 durch 0,5 hoch 3. Da 1 hoch 3 dasselbe ist wie 1 selbst, können wir den Ausdruck umschreiben auf 1 hoch 3 durch 0,5 hoch 3. 1 hoch 3 ist natürlich das gleiche wie 1, weil 1 mal 1 mal 1 ergibt wieder 1. Nun haben wir in einem vorigen Video bereits eine Rechenregel kennengelernt, mit der wir nun den Exponenten aus dem Bruch herausziehen können und das Ganze anschreiben als 1 durch 0,5 in Klammer hoch 3. 1 durch 1/2 ist das gleiche wie 2, also haben wir hier 2 hoch 3 stehen und das Ergebnis ist 8. Wir können nun auch dieses Ergebnis in die Wertetabelle eintragen. Gehe für die restlichen x-Werte genau gleich vor und vervollständige auf diese Art und Weise die Wertetabelle. Pausiere dazu bitte das Video. Gut, ich habe die Ergebnisse wieder bereits vorbereitet und nun ist es deine Aufgabe, auch für die Funktion g von x den Funktionsgraphen zu zeichnen. Pausiere dafür bitte erneut das Video. Ich habe auch den Funktionsgraphen der Funktion g von x bereits vorbereitet und du kannst ihn hier mit deiner Zeichnung vergleichen. Nun, das Ziel dieses Beispiels ist es, dich auf einen wichtigen Aspekt der Exponentialfunktion hinzuführen. Werfen wir nun mal nochmal einen Blick auf die beiden Funktionsgraphen. Dann erkennen wir, dass die Funktion g von x mit größer werdenden x-Werten immer kleiner und kleiner wird. Das heißt, es handelt sich bei der Funktion g von x um einen exponentiellen Zerfall. Im Gegensatz dazu werden bei der Funktion f von x die Funktionswerte mit wachsenden x immer größer und größer. Das heißt, es handelt sich bei der Funktion f von x um ein exponentielles Wachstum. Nun ist die Frage, warum beschreibt die eine Funktion einen Zerfallsprozess, während die andere Funktion einen Wachstumsprozess beschreibt?
Um diese Frage zu beantworten, werfen wir nochmal einen Blick auf die Funktionsgleichungen. Dann erkennen wir, bei der Funktion f von x haben wir die Basis 2 und bei der Funktion g von x haben wir die Basis 0,5. Das heißt, ausschlaggebend dafür, ob eine Exponentialfunktion einen Zerfall oder ein Wachstum beschreibt, muss die Basis sein. Gut, versuchen wir nun selbstständig eine allgemeingültige Regel zu finden, wann eine Exponentialfunktion einen Zerfall bzw. wann sie ein Wachstum beschreibt. Pausiere dazu bitte erneut das Video. Gut, halten wir uns nochmal schnell vor Augen, dass eine Exponentialfunktion bedeutet, dass die Basis x mal mit sich selbst multipliziert wird. Nun kommt man schnell auf das Ergebnis, dass wenn die Basis größer als 1 ist, die Zahl mit jeder zusätzlichen Multiplikation mit sich selbst immer größer und größer wird. Das heißt, je öfter man die Basis mit sich selbst multipliziert, desto größer wird auch der Funktionswert. Das heißt, wir können allgemein sagen, dass wenn die Basis größer als 1 ist, sich die Exponentialfunktion ein exponentielles Wachstum beschreibt. Haben wir nun allerdings in der Basis einen Wert, der zwischen 0 und 1 liegt, dann wird natürlich der Funktionswert mit jeder weiteren Multiplikation mit sich selbst immer kleiner und kleiner. Man kann sich das ganz leicht vorstellen, wenn man nämlich eine kleine Zahl mit sich selbst multipliziert, dann wird das Ergebnis natürlich noch kleiner. Also 0,5 mal 0,5 ist 0,25. Und je öfter ich diese Zahl mit sich selbst multipliziere, desto kleiner und kleiner wird das Ergebnis. Das heißt, wir können allgemein sagen, dass wenn der Funktionswert zwischen 0, wenn die Basis zwischen 0 und 1 liegt, die Exponentialfunktion einen exponentiellen Zerfall beschreibt. Gut, das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt der Exponentialfunktionen weiter.